Ein Sommer in einer so großen Stadt wie Berlin kann auch seine schwierigen Seiten haben. Gut, dass dagegen was getan wird. So auch dort, wo es für mich als nächstes hingeht. Wie versprochen, liebe Zuschauer, bin ich jetzt in Berlin-Neukölln bei einer Weltpremiere. Eine Weltneuheit, und zwar die erste mobile Volleyballanlage, die erleben Sie hier. Urban Volley Court, und ausgedacht, die Idee dazu kam von den BR Volleys. Bei mir ist Kevin Nieroman, der Manager. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Aktueller deutscher Meister, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Haben Sie sich gedacht, was der Fußball und was Basketball kann, kann der Volleyball auch auf die Straße gehen? Ja, im Prinzip wollten wir, nachdem wir in den vergangenen Jahren den Volleyball in der Halle ja in Berlin populär gemacht haben, wollten wir den nächsten Schritt machen, den nächsten Kreis an Bevölkerung erreichen und wollten sozusagen den Volleyball aus der Halle in die Stadt reinbringen. Und deswegen entstand die Idee des Urban Volleys, und wie man sieht hier, ist es auch toll angenommen worden. Ja, ein schöner Treffpunkt auch für die Jungen und für die etwas Älteren. Was ist so die Besonderheit hier? Also wie funktioniert das? Ist jemand hier, der die Betreuung macht? Wo kommen die Bälle her? Ja, die Bälle, die Infrastruktur und diesen Court, das ist ja eine Weltpremiere. Die haben wir extra produzieren lassen. Und die Idee dahinter ist, dass wir diesen Court an verschiedenen Stellen der Stadt aufstellen werden, auch vor allen Dingen soziale Projekte damit unterstützen. Wir haben hierfür auch ein Internet-Voting gehabt und die Weiße Siedlung hat das gewonnen. Und deswegen steht der Court hier. Und da soll sich jeder beteiligen. Wir wollen auch gar nicht Regeln vorgeben. Wir geben die Infrastruktur, wir geben Bälle, wir geben den Court, wir geben den Boden. Wir haben auch hier Betreuer, inzwischen hat das Quartiersmanagement dafür eingestellt, damit das auch halbwegs ordentlich läuft. Es wird unglaublich gut angenommen von den Kindern, das sieht man ja auch hier im Hintergrund. Ja, im Hintergrund sehen wir auch gerade die SC Juniors, die so ein bisschen zeigen, wie es dann vielleicht schon ein bisschen weiter funktionieren kann. Es haben doch viele noch ein bisschen immer Respekt vor Volleyball. Also viele denken, ich muss eine gewisse Größe haben oder das mit dem Ball und den Fingern, das tut ja auch manchmal weh. Wie nehmen Sie denen die Angst? Ja, die Angst ist, dass wir, indem wir keine Regeln vorgeben. Es sollen nicht harte, strenge Regeln, der Ball soll in Bewegung bleiben, die Leute sollen sich bewegen, sollen einfach begeistert sein, wenn der Ball übers Netz geht und einfach zusammenkommen. Das ist das Entscheidende. Das Urban Volley ist ein Volleyball ohne Regeln. Eine tolle Aktion, wie ich finde. Kevin Nieroman, vielen Dank. Und liebe Zuschauer, Kevin Nieroman hat es gerade schon erzählt, die Weiße Siedlung am Dammweg in Berlin-Neukölln, die hat sich beworben wie viele andere. Es war nicht ganz so einfach, aber Sie haben es hier bekommen. Verwitterte Hochhäuser aus den 70er Jahren. 4000 Menschen leben hier, viele von Sozialleistungen, viele Kulturen, ein sogenannter Problemkiez. Mittags in der Weißen Siedlung. Quartiersmanagerin Cindy Gill startet ihren Rundgang. Wir treffen uns im Kiezmarkt. Ein kleiner Supermarkt, den es seit einigen Jahren gibt. Von Mietern betrieben, Begegnungsstätte im sozialen Brennpunkt. Entschuldigung, dass wir uns hier treffen. Mitten im Kiezmarkt. Jetzt erklären Sie mir erstmal, warum ist dieser Kiez eigentlich ein Problemkiez? Also der Kiez, den gibt es jetzt ja seit den 70er Jahren, seit Anfang der 70er Jahre. Es hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten doch eine ganze Menge hier entwickelt. Also viele Bewohner sind ausgezogen, neue Bewohner, neue Mieter sind hinzugezogen. Wir haben hier einen sehr großen Anteil der Bewohnerschaft, ist in sozialen, hat soziale Probleme, viele haben keinen Arbeitsplatz, viele sind abhängig von Transferleistungen. Aber es wird auch einiges getan hier, weil das Quartiersmanagement sich für die Bewohner einsetzt. Der zentrale Platz wurde modernisiert. Er ist ein beliebter Treffpunkt, vor allem für die Kinder aus der Anlage. Die Bewohner konnten sich bei der Gestaltung einbringen, auch damit sie Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass dieser Platz allein, auf dem wir hier jetzt gerade uns befinden, in einem Jahr noch annähernd so aussieht, wie er jetzt aussieht? Natürlich gibt es auch immer Vandalismus, also brauchen wir nicht zu beschönigen. Wir hatten jetzt schon die ersten Fälle, muss man sagen. Aber wir haben das gesamte Projekt so aufgezogen, dass wir die Bewohner und die Kinder gleich in die Planung mit einbezogen haben, sie auch beteiligt haben. Mhm. Und deshalb erhoffen wir uns natürlich, dass die Plätze auch in ein paar Jahren noch so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Wirklich beeindruckend, wie sich hier engagiert wird. Auch der Urban Volley Court war so eine Sache, für die sich das Quartiersmanagement stark gemacht hat. Es gab jede Menge Bewerbungen aus den Berliner Kiezen. Die Weiße Siedlung bekam den Zuschlag.
Wie wichtig für den Kiez ist denn diese Anlage? Ja, natürlich wahnsinnig wichtig. Wir haben uns auch unglaublich gefreut, dass wir die meisten Stimmen hatten und dass wir jetzt den Platz bekommen haben für 2 Monate. Bei uns ist es einfach so, dass in den Ferien viele können sich es einfach auch nicht leisten zu verreisen. Viele Kinder sind in der Siedlung und es fehlt manchmal einfach auch noch an Angeboten. Die Bewohner haben das Angebot der BR Wollis super angenommen. Modu Lowe, der hier wohnt, engagiert sich jetzt sogar ehrenamtlich als Trainer. Seit die haben diesen Platz gebaut, ich sehe viele Änderungen. Gibt es nicht mehr so viel Ärger, so viel Streik, die miteinander zu kämpfen hier. Die sind sehr zufrieden, alle hier zu sein. Jeden Tag, die kommen zu mir, Trainer, was machen wir heute? An unserem Drehtag trainiert ausnahmsweise BR Wollistar Alexander Spirowski mit den Jugendlichen und auch er ist begeistert. Ich finde es super spannend und ja, emotional, wie ich gesagt habe, ist wirklich toll und finde, Leute sind, ich denke, dass die auch mit Herz auch hier sind und spielen, die wollen spielen, die wollen lernen. Ein vermeintlicher Problemkiez mit sehr liebenswerten Seiten, zu denen auch die Handarbeitsgruppe gehört. Die Damen aus dem Kiez stricken hier. Irgendwer bringt immer einen Kuchen mit. Und sollte es zu Problemen kommen, dann ist Cindy Gill vom Quartiersmanagement da, hört zu und sucht nach Lösungen. Das waren sie schon wieder. 15 Minuten volle Packung sportliche Tipps in ihrem Sportplatz on Tour. Alle Infos zu dieser Sendung wie gewohnt auf unserer Internetseite oder auf der RBB Videotextseite. Ich habe noch einen Tipp zum Schluss für Sie und zwar morgen findet der große